Der frühere FPÖ-Chef und Vizekanzler Heinz-Christian Strache hat im Interview mit dem Magazin News erklärt, kein Mandat auf Bezirksebene annehmen zu wollen. Zitat: Ich selbst bleibe natürlich ein politischer Mensch, werde aber sicher nicht Bezirksrat, sondern unterstütze die künftigen Bezirksräte des Teams Strache, wo ich nur kann, wird er in der Online-Meldung zitiert. Stattdessen wolle er als Unternehmer tätig sein und ein Magazin gründen, sagt Strache. Was man erleben musste, ist, dass wir eine Hetzkampagne der Medien erlebt haben, die tief meine Familie auch getroffen hat, wo man monatelang erleben musste, jeden Tag mit Verleumdungen, Anpatzungen und Vorverurteilungen konfrontiert zu werden, auch von Ihrem Sender und anderen Medien. Und das war eine Situation, die in Wahrheit jeden Menschen belastet, so auch meine Frau. Und so gesehen hat diese Frage schon wenig Sinn und auch wenig Feingefühl und auch wenig Empathie. Wieso glauben Sie, hat denn der Herr Strache relativ schlecht abgeschnitten diesmal? Naja, er pfuscht ziemlich viel umeinander, nicht in seinem Leben. Ja. Und mit nichts ist er zufrieden und ja, das, was ihm angehängt worden ist von Ibiza und so weiter, das vergessen die Leute halt auch nicht in der Zeit. Nicht? Generalsekretär Christian Höber zeigt sich auf APA-Nachfrage einigermaßen überrascht über die Aussagen von Strache. Die Angelegenheit hätte eigentlich erst am Abend bei der Vorstandssitzung diskutiert werden sollen. Tatsächlich habe Strache bereits intern gemeint, dass er die Annahme eines Bezirksratsmandats nicht vorhabe. Man wolle dies beim heutigen Treffen aber noch besprechen, wollte Höber Straches Entscheidung noch nicht endgültig in Stein gemeißelt wissen.